Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, live bei Ron am Donnerstagabend. Wir haben heute einen wahren Extremsportler hier bei uns in der Sendung. Siebenfacher Weltrekordhalter. Erst in diesem Jahr ist er 120 Ironmans in Folge gelaufen. Francesco, eine schier unfassbare Zahl. Also da gibt es heute einiges zu erzählen, aber natürlich haben wir auch noch mehr in der Sendung. Da hast du recht. Schönen guten Abend zusammen. Wir sprechen auch über Waschbären. Die sind ja eigentlich relativ süß. Die werden jetzt aber in Ludwigshafen zum Problemchen. Warum genau, das klären wir gleich. Dann gibt es Entwarnung in Buchen. Und zwar für die Bahnfahrer. Die dürfen jetzt endlich wieder eine Treppe benutzen, nachdem über ein Jahr diese Treppe wegen einer fehlenden Beschilderung gesperrt war. Die ganze Geschichte gleich bei uns. Und sportlich haben wir noch ein Thema für Sie. Die TSG Hoffenheim in der Europa League gegen Braga. Und wir zeigen Ihnen den Vorbericht. Ganz viel Spaß bei Ron. Die Welt befindet sich im Dauerkrisenmodus. Auch heute hat es wieder Raketenangriffe auf die Ukraine gegeben und im Nahen Osten soll die Waffenruhe verletzt worden sein. Auch wenn diese Konflikte weit von unserer Region entfernt sind, in Deutschland wird zunehmend über den Zivilschutz diskutiert. So arbeitet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gemeinsam mit den Ländern an einem Bunkerschutzplan. Dieser soll eine Übersicht über die vorhandenen Schutzräume in Deutschland geben. Auch in unserer Region finden sich noch einige Bunker, zum Beispiel unter dem Stadthaus in Mannheim. Dieser Schutzraum stammt allerdings aus den 60er Jahren und wäre als sicherer Unterschlupf in Zeiten von Nuklearwaffen nicht mehr geeignet. Stattdessen seien Tiefgaragen brauchbare Alternativen. Wie es um die Bunker in unserer Region steht, darüber sprechen wir jetzt mit dem stellvertretenden Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen. Einen schönen guten Abend, Klaus-Jürgen Becker. Also, wie viele Bunker gibt es hier noch bei uns in der Region und wie werden die momentan genutzt? In der Region gibt es ungefähr 80, davon allein 47 in Ludwigshafen, alle Typen, Hochbunker, Tiefbunker in allen Varianten. Sie werden bis auf zwei nicht mehr für den Katastrophenschutz genutzt und auch die beiden nur in Mannheim, Ludwigshafen hat gar keiner. Sondern sie werden vor allem als Lager benutzt, Wohnungen umgebaut, sie stehen leer und manche werden inzwischen leider auch abgerissen. Wenn es jetzt zu dem Fall der Fälle kommen sollte, was wir alle nicht hoffen, inwiefern wären die dann nutzbar? Die werden auf jeden Fall nutzbar. Sie müssen sich vorstellen, die haben eine Außenwandstärke von 2,5 Meter, Verjüngung 2 Meter, nach oben bis zu 4 Metern, Beton, Stahlbeton. Da müssen Sie sehr viel Energie reinstecken, bevor Sie diesen Bunker in irgendeiner Form etwas ankratzen. Sie wären also sicher. Jetzt wurden ja manche Bunker auch schon umfunktioniert, beispielsweise in Ludwigshafen zu Wohnungen. Warum hat man diese anders aufbereitet? Hätte man da nicht eventuell aufgrund der aktuellen Krisen etwas warten müssen, beziehungsweise ja, darauf verzichten sollen beispielsweise? In der Rückschau schon, aber 2000 ging man davon aus, die Welt wird gut und schön. Und man überlegt sich, was macht man aus solchen Objekten. Sie hatten ja auch einen gewissen künstlerischen Charme, eine seltsame eigene Ästhetik. Und deshalb hat man damals gedacht, man könne sie gut kommerziell verwerten. Inzwischen stellen wir fest, wir brauchen sie leider wieder. Leider wieder, Sie sprechen es an. Jetzt heißt es ja auch, Tiefgaragen seien da zum Teil besser geeignet. Warum? Naja, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Fahren Sie mal nach Wertheim, schauen Sie sich dort den Bunker unter dem Schlosspark an. Und Sie werden feststellen, der ist unterirdisch, der hat hervorragende Zugänge. Das heißt, es ist abschließbar für entsprechende Druckwellen. Und Sie können ohne große räumliche Veränderungen Toiletten wieder einbauen, Wasseranlagen einbauen. All das, was man in einem Bunker braucht. Und das ist in Tiefgaragen natürlich viel, viel einfacher als in einem kleinen existierenden Bunker, der nicht diese Dimension hat. Also auf was kommt es heutzutage bei solchen Bunkern an? Weil die Voraussetzungen haben sich ja verändert, leider. Ja. Gut, sie müssen autonom sein, was die Stromversorgung betrifft, was die Wasserversorgung betrifft, was die Belüftung betrifft. Und dann, die muss man auf den neuesten Stand bringen. Vor allem auch, was die Sicherheit der Türen und so weiter betrifft. Da muss sehr viel nachgearbeitet werden. Wenn man das tut, hat man wieder gute Schutzanlagen. Wir haben natürlich viel über den Fall der Fälle gesprochen. Inwiefern ist es denn realistisch oder müssen wir da auch ein bisschen den Gang rausnehmen, das Gas rausnehmen? Naja, ich habe mit der Gnarchen geschaut, dann wurden die NATO-Planungen für einen eventuellen Konflikt mit Russland durchdacht. Man hofft natürlich nicht das Schlimmste, aber in der Ukraine hat man auch nicht das Schlimmste gehofft. Und die Menschen haben dort vor allem überlebt, wenn sie in Bunkern waren. Und mit diesen Fragestellungen müssen wir uns leider auseinandersetzen, ob uns gefällt oder nicht. Wir ändern die Welt nicht. Das ist wohl wahr. Also es gehört dazu, bestens vorbereitet zu sein. Wir hoffen natürlich, dass wir diese Schutzräume dann nicht in Anspruch nehmen müssen. Herr Becker, vielen Dank für den Besuch und hier das Interview heute Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Wir gehen nach Buchen. Eine Treppe hat dort für bundesweite Bekanntheit gesorgt. Erst vor einem Jahr haben wir darüber berichtet, dass der modernisierte Aufgang gesperrt wurde. Rund 1,5 Jahre war dieser jetzt dicht, aber ganz nach dem Motto Ende gut, alles gut, kam da jetzt richtig Bewegung in die Sache. Das hängt auch mit diesen Andreaskreuzen hier zusammen. Klara Troschkozi und Franziska Fenn-Jakob über den Treppenwitz aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Diese Treppe in Buchen war bis vor wenigen Tagen noch gesperrt. Das Überqueren hochgradig illegal und das für fast 1,5 Jahre. Und warum und weshalb, das haben die meisten Bürger gar nicht gewusst. Und jetzt hat sich aber eigentlich gar nicht viel verändert und ist wieder offen. Endlich ist der Weg frei. Wir können kürzere Wege laufen und man spart sich auch viel Zeit dadurch. Doch, ich finde es eigentlich ganz gut, weil die Leute, die da zum Beispiel wohnen, haben es einfacher, hier runterzulaufen, direkt zum Bahnhof, auch zum Busbahnhof. Aber von vorne. Vor einigen Jahren wird die Treppe im Zuge der Modernisierung des Buchener Bahnhofs gebaut, als Reisendenübergang. So wurde es genehmigt. Zutritt also nur für Menschen, die hier ein- und aussteigen. Dann fällt plötzlich auf, die Treppe wird von Nichtreisenden betreten. Damit ist sie ein Bahnübergang, also ein öffentlicher Weg und dafür gibt es keine Genehmigung. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ist ja wie gesagt keine Gefahr eigentlich, die da vorhanden ist. Und trotzdem betreten verboten. Damals sagt eine Bahnsprecherin zu uns. Für Bahnübergänge gelten andere Sicherheitsvorschriften. In diesem Fall müssen Andreaskreuze aufgestellt und die Lichtzeichen geändert werden. Bis dahin muss die Treppe gesperrt werden. Also müssen plötzlich alle einen großen Umweg nehmen. Unsere Reporterin testet den damals gemeinsam mit dem Bürgermeister von Buchen. Der Fußgängerweg endet jetzt. Gut, dann gehen wir jetzt hier. Jetzt bin ich auf der Straße. Ja. Ja. Und wenn dann gerade ein Auto kommt, dann ist es natürlich weniger erbaulich. Viele pfeifen aber auch auf die Absperrung und wagen sich über die gefährlichen Stufen, obwohl bis zu 5.000 Euro Bußgeld drohen. Der Bürgermeister hat damals eine klare Meinung zur gesperrten Treppe. Hier kann gar nichts passieren, hier geht die Schranke runter, kann keiner mehr durchgehen. Und insofern ist die Entscheidung, die Treppenanlage zu sperren, unverhältnismäßig. Eigentlich sollte die Treppe im Frühjahr wieder freigegeben werden, doch daraus wurde nichts. Erst vor gut 2 Wochen ist es dann soweit, die Andreaskreuze werden endlich angebracht. Und so dürfen die Buchener die verflixten Stufen 1,5 Jahre später wieder ganz legal betreten. Für den Bürgermeister ist das ein Paradebeispiel für ein allzu deutsches Phänomen. Die steht für mich quasi als Synonym auch für die deutsche Bürokratie, wo man einfach überbordende Regelungen hat, die mehr hemmen, als dass sie nutzen. Verstehen kann er das Ganze aber immer noch nicht. Einen sicheren Bahnübergang 1,5 Jahre zu blockieren und die Paragraphen zu reiten und Ingenieurplanungen zu machen, da muss ich wirklich sagen, hat kein Mensch Verständnis, weil das könnte eigentlich alles relativ schlank und pragmatisch gelöst werden. Sollte man denken. Wir merken uns, schlank und pragmatisch unmöglich, wenn die Deutsche Bahn und die deutsche Bürokratie aufeinandertreffen. Zu einem Aufeinandertreffen zwischen Mensch und Tier kommt es vermehrt in Ludwigshafen. So dringen Waschbären vermehrt in städtische Gebiete vor. Insbesondere aus dem Stadtteil Süd gibt es laut Angaben der Stadt immer häufiger Meldungen. Die kleinen, flauschigen Racker vermehren sich also zunehmend in den Städten. Sie gelten als eingewanderte Art. Und um der Ausbreitung entgegenzuwirken, hat die Stadt Infozettel mit den wichtigsten Tipps an die Bürger verteilt. Beispielsweise sollte man darauf achten, seine Abfälle gut zu sichern. Waschbären sind außerdem ausgezeichnete Kletterer, weshalb man schauen sollte, dass Bäume und Sträucher im Garten so gestutzt sind, dass Waschbären sie nicht zum Einstieg nutzen können. Über weitere Tipps und die konkrete Situation hat meine Kollegin Johanna Scherdl mit Monika Hussmann vom Wildpark Rhein-Gönnheim und dem Waschbären Clyde gesprochen. Frau Hussmann, Sie haben gerade Clyde auf dem Arm. Trotzdem die Frage, wie gefährlich sind denn Waschbären grundsätzlich? Also Waschbären gehören zu den Raubtieren. Es sind Kleinbären, die mit den Hundeartigen verwandt sind.
Und ein Waschbär hat also relativ starke Eckzähne und auch Schneidezähne. Als Raubtier muss er sich ja zur Wehr setzen können. Also so wie wir hier jetzt unsere Waschbären auf dem Arm haben oder wie sie an einem rumklettern, das wäre in der freien Wildbahn nicht anzuraten. Also das könnte Blessuren geben. Da wird mal ganz schnell zugebissen und wird auch gedroht. Also auch wir hier bei den Zahmen müssen aufpassen, wann wir hinlangen, wie wir hinlangen. Und ansonsten haben wir dann ein Problem. Die Waschbären, die in Ludwigshafen unterwegs sind, sind das wilde Waschbären, die auf der Suche nach Nahrung sind? Oder sind das vielleicht Waschbären, die ausgebüxt sind? Also es sind definitiv wilde Waschbären. Das ist eine invasive Art. Man kennt freilebende Waschbären 1963 schon in Hessen, die sich dann, man hat die ersten freilebenden Waschbären in Rheinland-Pfalz 1972 gefunden und auch gesehen. Und die breiten sich halt immer mehr aus, weil sie halt Kulturfolger sind und bei uns genügend zu fressen finden, gerade in den Innenstädten. Deswegen machen sie sich eben als Clown, der hier nach Futter sucht, immer mehr breit. Und sie finden ja auch immer mehr, weil die Leute halt auch immer mehr essen, wegschmeißen, entsorgen und nicht genügend sichern. Wie verhalte ich mich denn am besten, wenn es jetzt wirklich zu der Situation kommt, dass ich einem Waschbären gegenüberstehe? Der Waschbär wird ja erstmal wahrscheinlich wegrennen oder weglaufen. Der erschrickt genauso wie der Mensch auch. Er ist ja jetzt nicht sehr groß, wird also erstmal die Flucht suchen. Wenn er natürlich nicht fliehen kann, dann droht er. Dann zieht man als Mensch den Rückzug an, entfernt sich langsam, sodass man ihn im Blick hat. Man sollte aber ein Raubtier auch nie direkt in die Augen schauen, also nicht anstarren, sondern langsam zurückziehen, Polizei und Tierrettung anrufen. Die kommen dann und fangen sie ein. Stehen denn die Tiere vielleicht auch unter besonderem Schutz? Nein, der Waschbär steht nicht unter besonderem Schutz. Er hat sich bei uns mittlerweile so weit ausgebreitet, dass wir genügend Tiere haben, die hier draußen in der freien Wildbahn leben. Sie sind in der freien Wildbahn auch zum Abschuss freigegeben. Das heißt, sie haben zwar eine Schonzeit, wenn sie Jungtiere haben, aber ansonsten versucht man den Waschbär eher also zu dezimieren, als dass es mehr gibt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Husmann. Die weiteren Meldungen des heutigen Tages haben wir jetzt für Sie. Viktor Lorenz hat den Nachrichtenüberblick kurz und kompakt zusammengefasst. Folgenschwerer Unfall. Nachdem es gestern Morgen zu einer Explosion in einem Wohnhaus in Worms kam, ist der 61-jährige Mann heute an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er wurde gestern gegen 10 Uhr mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Umstände der Explosion sind weiterhin ungeklärt und Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft. Möglicher Schließungsstopp. Der Städtetag fordert den baden-württembergischen Gesundheitsminister Manne Lucha in einem Brief auf, die geplanten Schließungen der Notfallpraxen zu stoppen. Ab April sollen im Südwesten 18 Notfallpraxen unter anderem wegen Ärztemangel schließen. Der Städtetag erwartet von Lucha, dass er seine Rechtsaufsicht wahrnimmt und die Kassenärztliche Vereinigung, die verantwortlich für die Schließungen ist, stoppt. Lucha selbst weist die Forderungen zurück und erklärt, dass die Kassenärztliche Vereinigung in der Pflicht sei, die medizinische Versorgung weiterhin zu gewährleisten. Schlechtes Essen. Das Handball-Bundesligaspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem VfL Gummersbach, das heute stattfinden sollte, ist abgesagt. Grund ist eine Lebensmittelvergiftung bei den Westfalen. Das teilte neben den beiden Clubs auch die Handball-Bundesliga mit. Mehrere Spieler aus Gummersbach sollen sich bei einer Schwedenreise den Magen verdorben haben. Einige Spieler konnten den Flug aus Schweden nicht mal antreten. Wir bleiben sportlich. Für Christian Ilzer geht es Schlag auf Schlag. Nach dem erfolgreichen Debüt als neuer Trainer der TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende steht in knapp 2 Stunden schon die nächste Partie an. In der Europa League geht es in Portugal gegen Sporting Braga. Und wie in der heimischen Liga sind die Kraichgauer auch im europäischen Wettbewerb unter Zugzwang. Lydia Gleich und Francesco Romano berichten. Er hat aktuell gut lachen. Christian Ilzer, neuer Trainer der TSG Hoffenheim, mit seinem Traumeinstand gegen Leipzig. Doch viel Zeit zum Zurückschauen bleibt nicht. Ja, die Laune ist gut, klar. Bestärkt es natürlich, wenn du so einen Auftakt hast. Bestärkt es einen Weg, bestärkt es das, was man sich ja dann
dann vorgenommen hat, was man mit einer Mannschaft bespricht. Trotzdem gilt es jetzt auch in Runde 5 von 8 einfach auch zu punkten, um unsere Ausgangssituation Richtung K.O.-Phase zu verbessern. Das Stadion der Portugiesen, ein echter Hingucker. Das soll aber nicht von der Stärke des Tabellen 23. ablenken. Das weiß auch Brasilianer Chaves. Wir kennen die Qualität des Braga-Teams. Es ist eine der großen hier in Portugal. Ein sehr schneller Angriff, ein Angriff, der miteinander verflochten ist. Ich denke also, das ist der Hauptpunkt, auf den wir achten müssen. Die Tabelle, der Knackpunkt. Hoffenheim braucht Punkte, um zumindest in die Zwischenrunde der Europa League zu rutschen. Ein Sieg würde da definitiv helfen. Die Devise, angriffslustig sein. Im Moment sind wir ein Fisch, der da drinnen schwimmt. Und wenn wir zu einem Hai uns transformieren wollen in dieser Liga, dann heißt es einfach, Resultate zu bringen. Und das Gesicht, das wir gegen RB Leipzig gezeigt haben, das war schon einmal in die Richtung, wie wir es uns dann auf Sicht auch vorstellen. Es war aber auch ein großes Energiespiel. Und es gilt es jetzt einfach zu bestätigen gegen einen Gegner, der schon qualitativ sehr gut ist. Dass die Qualität auch bei der TSG stimmt, das weiß man. Doch auch das Zusammenspiel mit dem Trainer? Darauf kann es nach einer Woche noch keine umfassende Aussage geben. Die Vorzeichen stehen aber gut. Ich glaube, wir lernen uns alle noch kennen. Wir lernen ihn kennen, so wie er uns kennengelernt hat. Und jeden Tag, an dem wir mehr zusammenkommen, verstehen wir besser, was er für das Spiel verlangt. Und ich glaube, dass wir gemeinsam eine große Zukunft haben können. Für eine erfolgreiche Zeit gehört natürlich auch ein standesgemäßer Einstand. Eigentlich wird da ja immer gesungen, aber aktuell bleibt zu wenig Zeit. Zum richtigen Zeitpunkt werden wir uns was überlegen, wie wir dann auch den wir sind ja jetzt mehrere Österreicher, die da frisch angekommen sind, werden wir uns was Gutes einfallen lassen. Aber aktuell ist der Fokus auf die Spiele gerichtet, ist der Fokus auf das gerichtet, dass wir uns bestmöglich auf die Spiele vorbereiten und Einstand zu einem guten Zeitpunkt dann. Das Ilzer-Debüt ist also schon mal geglückt. Ob es auch eine erfolgreiche Fortsetzung gibt, das entscheidet sich heute ab 21 Uhr in Braga. Und ein Fußballer läuft im Spiel im circa 11 bis 12 Kilometer. Darüber kann er nur müde lächeln. Jonas Deichmann ist Extremsportler, Triathlet und siebenfacher Weltrekordhalter. Unter anderem hat er als Schnellster das europäische Festland mit dem Fahrrad durchquert. Und in diesem Jahr hat er die 120-Tage-Challenge hinter sich gebracht. Das war die bislang größte Herausforderung für ihn. Sage und schreibe, 120 Ironmans in Folge hat er absolviert. Heißt, jeden Tag 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer laufen. Ein Wahnsinnspensum, doch das Ende der Fahnenstange hat er noch nicht erreicht. Über seine Herausforderungen, sein Leben und die kommenden Projekte hat er gestern in Frankenthal referiert. Heute begrüßen wir ihn im Studio. Einen schönen guten Abend, Jonas Deichmann. Also Sportler durch und durch. Bedeutet, sind Sie heute auch schon durch die Metropol Rhein-Neckar gechockt oder wie sieht das Pensum aus? Hallo, ich habe heute tatsächlich sehr viel trainiert. Ich bin heute Morgen eine Stunde im Schwimmbad schwimmen gewesen und dann habe ich jetzt einen 35 Kilometer Trailrun durch den Odenwald gemacht. Und jetzt heute Abend noch ein bisschen Yoga. Natürlich, darf natürlich auch nicht fehlen. Und gestern Abend dann großer, langer Vortrag in Frankenthal. Wie war das Pfälzer Publikum? War richtig klasse, also waren über 400 Leute im Publikum und habe die Geschichte erzählt von meinem Triathlon rund um die Welt, von den 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen und ja, waren begeistert, hat richtig Spaß gemacht. Was kann so ein Hobby, so ein Alltagsathlet von einem Extremsportler mitnehmen? Also klar braucht man die körperlichen Voraussetzungen für sowas. Das ist auch ganz, ganz viel Training. Ich trainiere so 40 bis 50 Stunden die Woche in der Vorbereitung. Aber das Entscheidende ist der Mindset dahinter. Und da gibt es verschiedene Techniken. Das Wichtigste ist aber, an die Startlinie zu kommen, diesen ersten Schritt zu machen. Und es gibt so viele Menschen, die große Träume haben, aber nie an die Startlinie kommen. Daher einfach machen ist immer der beste Tipp. Also wie so oft im Sport spielt sich vieles zwischen den Ohren ab. Jetzt ist es aber für viele schon utopisch, überhaupt mal im Leben einen Triathlon zu absolvieren. Sie haben gleich 120 in Folge ins Ziel gebracht. Wie schaffen Sie das auch mental? Da gibt es verschiedene Techniken. Ich nehme mal zwei. Unglaublich wichtig, ein Optimist zu sein. Ich bin bedingungsloser Optimist. Ich glaube einfach daran,
es funktioniert. Und wenn es mir jetzt nicht gut geht, dann glaube ich daran, aber morgen ist ein neuer Tag, morgen wird es besser. Und dann habe ich zwar eine große Vision, aber im Tagesgeschäft, da breche ich es herunter in kleine Etappen. Das heißt, in meinem Kopf, da mache ich erstmal keine 120 Triathlon-Langdistanzen, sondern ich breche es herunter auf das Jetzt. Und ich laufe auch keine 42 Kilometer beim Marathon, sondern ich laufe von einem Kilometer nach dem anderen. Also ich sage immer, ich laufe von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation und irgendwann bin ich da. Also und jetzt sind Sie hier bei uns und Sie bleiben auf jeden Fall noch ein bisschen, gibt noch viel zu besprechen, beispielsweise von was ernährt sich so ein Extremsportler und welche Projekte da so im kommenden Jahr anstehen. Also das werden wir gleich besprechen. Vielen Dank, Jonas Deichmann, fürs Erste. Also wir machen eine kurze Pause, gehen also kurz an den Verpflegungsstand, wie er gesagt hat, und sind in wenigen Minuten wieder für Sie zurück. Reklame. Da geht es jetzt los. Easy Lover, to get a hold on you, believe it. I can feel it coming, yeah. Jesus, he knows me, and he knows I'm hard to hold. Cause tonight, oh, willkommen zurück bei Ron. Schön, dass Sie weiter mit dabei sind und weiter bei uns im Studio. Der Extremsportler und siebenfache Weltrekordhalter Jonas Deichmann. Gibt es eigentlich auch mal Tage, an denen Sie keinen Sport machen? Ganz, ganz seltene. Und dann, weil es einfach zeitlich mit Terminen nicht passt. Prinzipiell ist auch ein Ruhetag bei mir heißt, dass ich irgendwie eine Stunde schwimmen gehe oder ein kleines Läufchen mache. Aber einen Tag, wo ich nicht trainieren möchte, den gibt es nicht. Sie haben angefangen als Arbeitnehmer in einem IT-Unternehmen, haben dann irgendwann mal den Entschluss gefasst, Mensch, ich werde jetzt Extremsportler. Wie kam es dazu? Also das habe ich schon immer gewollt und ich habe International Business studiert, bin dann zurück nach Deutschland, habe im Softwarevertrieb gearbeitet und irgendwann hat mein damaliger Arbeitgeber meinen ersten Weltrekord gesponsert, schnellste Eurasien-Durchquerung mit dem Fahrrad und dann wollte ich mehr davon, habe dann alles auf eine Karte gesetzt, habe dann noch mehrere Fahrrad-Weltrekorde aufgestellt und irgendwann bin ich auf Triathlon umgesattelt. Gerade beim Triathlon muss man ja auch viel mit Rückschlägen kämpfen, muss damit lernen, umzugehen. Wie haben Sie da das für sich herausgefunden, damit umzugehen? Also hier ist auch wieder wichtig, dass ich einfach Optimist bin und Rückschläge, die gehören bei sowas dazu. Es können natürlich mal so kleine Wehwehchen sein oder Wetter ist auch ein ganz wichtiger Punkt oder irgendwas, ein Defekte, etc. Und ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich einen Rückschlag habe, dann lerne ich daraus, wenn ich was falsch gemacht habe und ich hake aber auch sehr schnell ab und schaue nach vorne. Jammern bringt nichts, außer negative Energie zu erzeugen. Das heißt, ich akzeptiere meine neue Situation und dann schaue ich, was kann ich denn jetzt tun, um meinem großen Ziel ein kleines bisschen näher zu kommen. Und weil Sie das alles können, haben Sie das auch in einem Buch zusammengefasst. Bedeutet, was steht da drin und was steht jetzt noch im kommenden Jahr alles an? Wie viele Weltrekorde wollen Sie noch erzählen? Ja, mein neues Buch, weil ich es kann, ist gerade Platz 4 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und da geht es um 120 Mal die Ironman-Distanz in 120 Tagen. Wie schafft man so ein Projekt? Habe ich jetzt gerade im Sommer gemacht. Und genauso auch der Hype, weil tausende von Leuten sind mitgekommen, haben mitgemacht. Und ich möchte, dass jeder, der das Buch liest, genauso viel Lust auf Sport bekommt. Und für mich ist jetzt das nächste Jahr das Jahr der Mikroabenteuer. Ich habe jeden Monat zwei Projekte. Zum einen mache ich jeden Monat eine Ironman-Distanz. Und da kann man auch mitmachen, so Langdistanz mit Freunden. Und dann mache ich jeden Monat eine Challenge, die ich mir gemeinsam mit einem Freund stelle. Und wir stellen uns gegenseitig die Challenge man hat 48 Stunden Zeit und es soll was mit Survival, so Abenteuer zu tun haben. Im Januar habe ich die Aufgabe, Sri Lanka innerhalb von 48 Stunden ohne Geld zu durchqueren. Und der Marc, ihn schicke ich zum Praktikum zu den Gebirgsjägern. Also dann wünschen wir Ihnen dafür alles Gute. Jonas Deichmann, vielen Dank für den Besuch hier heute Abend. Sehr gerne. Und wir werfen jetzt noch einen kurzen, schnellen Blick aufs Wetter. Hier kommen die Aussichten. Abfrage.
Freitag geht es mit dem Einfluss von Hochklemens mit ruhigem und trockenem Wetter weiter. Dabei startet der Tag morgens gebietsweise erstmal mit Nebel und der hält sich teilweise hartnäckig bis in den Vormittag hinein. Abseits der Nebelfelder verläuft der Freitag freundlicher mit ein paar Wolken und sonnigen Abschnitten. Dazu fallen die Temperaturen kühler als zuletzt aus. Uns erwarten Höchstwerte zwischen 5 und 6 Grad in den Regionen rund um Buchen. Entlang des Rheins sind es bis zu 8 Grad, aber auch die fühlen sich deutlich frischer an. Kühl zeigt sich auch das Wochenende. In den Nächten tritt Bodenfrost auf. Sonst gibt es außerhalb von Nebel etwas Sonne zu genießen. Die neue Woche beginnt milder und wolkig. Dazu steigt das Schauerrisiko an. Wenn Sie jetzt noch mal von der Couch aufstehen müssen und vielleicht sogar das Haus verlassen müssen und nach Mannheim müssen, dort kommen es momentan zu Verkehrseinschränkungen kommen. Francesco, ist einiges los hier auf den Straßen der Stadt? Ja, gerade direkt vor unserem Studio in der Freßgasse, ja, da sind, Demonstranten unterwegs und blockieren den Verkehr. Deswegen kann es rund um den Ring in Mannheim immer wieder noch mal dazu ganz schön viel Stau kommen. Die Polizei ist drauf und dran, die Situation zu deeskalieren und wieder alles ins Rollen zu bringen. Wir werden natürlich weiter einen Blick drauf haben und gegebenenfalls weiter morgen drüber berichten. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zusehen, wünschen einen schönen Abend und dann bis morgen. Bis morgen.